Hallo Leute, da sich doch einige mein Video über die alte BMW angesehen haben, will ich euch heute mal Lieselotte vorstellen. Lieselotte ist formal gesehen ein MZ-TS-Gespann, Baujahr 76, mit 21 PS, ETZ-Motor, 95 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit und absolut unklarer Laufleistung. Angeschafft wurde sie, weil meine damalige Freundin und mittlerweile Gattin so keinen richtigen Spaß als Sozia auf der BMW hatte. Schräglagen von 5 Grad Max und 48 Stundenkilometer Dauerhöchstgeschwindigkeit wurden gerade mal so toleriert, aber das war nicht so ganz meins. Also mal über ein Gespann nachgedacht. Sollte natürlich nichts kosten, weil A, unklar war, ob ich dran Spaß habe und B, ob sie sich dran wohlfühlt. Aber so unsere gemeinsamen Reisen nach Asien mit den Rikscha-Fahrten und Tuk-Tuk-Fahrten hat mich da doch positiv gestimmt. Also wurde kurzerhand das billigste und schrottige Vehikel, was auf dem Markt war, angeschafft. Nachdem wir es beide für gut befunden haben, Unsummen an Geld reingesteckt. So nach dem Motto, da muss ich noch bei, da geht noch was. So wie sie jetzt da steht, ist sie ein Sammelsurium aus den besten Teilen der TS- und ETZ-Baureihe. Neben dem Motor, der Telegabel, der Scheibenbremse, den Stahlflexleitungen, den VA-Speichen dürfte die Tieferlegung ins Auge fallen. Vorne und am Seitenwagen sind 16 Zoll Felgen verbaut. Hinten ist es eine 15 Zoll Felge mit dem Autoreifen. Das 2CV Citroën oder der Ente hält länger, war der Hauptgrund. Wahlweiser Gespannbetrieb ist so jetzt nicht mehr möglich. Das Fahrverhalten ist auch entenähnlich. So, die Älteren dürften sich erinnern, immer Vollgas, immer am Limit. Die Vorderradführung übernimmt eine sogenannte Schwabel. Das ist ein Zwischending zwischen einer Telegabel und einer Schwinge. Die Telegabel hat nur noch Federungsfunktion. Durch die Vorverlegung der Vorderradachse erfolgt eine Nachlaufverkürzung. Das erleichtert das Lenken ungemein, weil man muss hier lenken, mit Schräglagen ist nichts. Würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen. Funktioniert wirklich gut, aber das Theater mit den Simmerringen bleibt und mir erscheinen die Stoßdämpfer bei einer Schwinge robuster. Weiterhin auffällig ist das obstruse Rohr am Auspuff. Es ist eine sogenannte Abgasumlenkung nach links. Bei Gespannen mit Auspuffrohr zwischen Zugmaschine und Beiwagen wird durch die montierte Scheibe der Abgasstrom ins Boot geleitet. Das ist nicht so ganz gesund. Die Umlenkung funktioniert einigermaßen. Man könnte natürlich auch die Scheibe weglassen, aber dann kann man dann nicht mehr so entspannt quarzen. Die Geschichte habe ich mir auch extra beim TÜV eintragen lassen, um eventuelle Nachfragen bei der Rennleitung beantworten zu können. Absolutes Highlight, und jetzt wird es ein bisschen ruckelig, ist der aufklappbare Seitenwagen. Sekunde. So, das ist eine sehr bequeme Möglichkeit, ins Boot zu kommen, ohne große Verrenkungen. So kann Madame auch im luftigen Sommerfummel da elegant Platz nehmen. Wenn es kühler wird, kommt ein Deckchen drüber und dann fahren wir gemütlich pröttelnd durch die Lande. Der Nachteil ist, sie will da nicht mehr raus. Also wenn wir irgendwo anhalten, an irgendwelchen Cafés oder Eisbuden, dann lässt sie sich ganz gerne in ein schattiges Plätzchen rangieren und verlangt dann vehement nach ihrem Eis.
Ja, Lieselotte ist jetzt auch schon 18 bis 20 Jahre in meinem Besitz. Macht mir viel Spaß, speziell deshalb, weil ich es nicht ganz ernst nehme. Im Sommer fahre ich grinsend vor Vergnügen in Protektoren-Shorts, Sicherheitssandalen und TÜV-konformen T-Shirt zum Einkaufen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Sympathiefaktor, den dieses Gefährt besitzt. Wenn ich durch die Gegend fahre, sehe ich häufig lachende Gesichter. Manchmal weiß ich nicht so ganz genau, ob ich angelacht werde oder ausgelacht. Aber sei es drum. Mir macht so viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt einen Kommentar, wenn ja, auch einen, wenn nicht. Bleibt gesund, fahrt unfallfrei und genießt eure Mopeds, solange wir noch dürfen. Tschüss.